Also ich bin zunächst mal begeistert, wie viele Menschen hier hingekommen sind. Auch junge Menschen, fast 300 Leute, die die Umweltwirtschaft der Zukunft in Nordrhein-Westfalen repräsentieren. Und wir haben natürlich ganz bewusst auch eine kritische Diskussion geführt. Wir wollten darüber reden, natürlich, was sind Chancen, aber auch was sind Hemmnisse. Was behindert heute Start-ups, junge Unternehmen? Und viele haben gesagt, wir haben zwar wunderbare Förderprogramme, das ist alles ganz toll, aber der Aufwand, die in Anspruch zu nehmen, die Zeiträume, die für die Bearbeitung genutzt werden, das ist viel zu lange. Und das ist für mich auch nochmal eine klare Botschaft. Wir müssen am Rahmen arbeiten. Wir müssen die Bedingungen für Start-ups, für Unternehmen der Umweltwirtschaft eigentlich noch besser machen. Da gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Es gibt auch, das muss man offen und ehrlich sagen, einiges zu entrümpeln. Und die Botschaft, die ist heute noch mal ganz klar angekommen. Den größten Treiber sehe ich beim Thema Innovation. Wenn wir Nachhaltigkeit als Innovationsfaktor anerkennen und sagen, es hat mit Moral nicht mehr viel zu tun. Moral ist nicht der ursprüngliche Impuls, aus dem heraus wir diese Transformation schaffen wollen, sondern eigentlich geht es um Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, von Industrien, von Regionen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Also Moral weg und bitte Innovation rein.